kaputt. Ich verstehe nicht. Sie soll mich runterholen, schnell. Alles ist grün, ein Tag wie im Mai. Und du dabei, hab Dank Himmelszelt. Wunderbar ist die Welt. Ja, Dagmar ist ohnmächtig geworden. Was? Sie hat einen Sonnenstich. Das ist es doch gar nicht. Sie braucht eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Sehr richtig, das ist eine gute Idee. Tun Sie doch was. Es geht um ein Menschenleben. Was für Frauengestalten kennen Sie überhaupt? Aber Herr Doktor, hier vor der Klasse, ist das nicht so intim? Sie! Was bitte? Busen. Nein, singen. Frau Wirtin hatte einen Fischer. In unserem Internat hat die Wirtin nichts zu suchen. Es ist überhaupt eine Schande, dass Sie solche Verse kennen. Seien Sie ruhig, mir machen Sie nichts vor. Ich kenne sie alle. Wie bist du bloß so alt geworden, ohne dass man dich erschlagen hat? Das liegt an meinem versteckten Charme. Der muss aber sehr versteckt sein. Man kann ihn aber finden, wenn man ihn sucht. Aha. Meinen Brief hast du den nicht bekommen? Nein. An wen ist der Brief? Ein Kavalier genießt und schweigt. So helfen Sie mir doch! Schau, dass du rauskommst! Oh, Verzeihung, auf den ersten Blick habe ich Sie gar nicht erkannt. Bleiben Sie sitzen, wie heißen Sie? Werner. Werner. Und wie noch? Hans. Ich habe festgestellt, dieser Hans Werner ist nicht Hans Werner. Festgestellt. Ja, das würde doch unseren ganzen Schulbetrieb auf den Kopf stellen. Du bist da. Und da, wo du bist, will ich sein. Wir sind eins für heute und alle Zeit. In dem Briefkasten sitzt ein Mann. So heiß ist es doch heute gar nicht. Ich weiß, Sie werden mich für verrückt halten, aber ich habe mit ihm gesprochen. Haben Sie im Briefkasten gesessen oder nicht? Soll ich denn da reingekommen sein? Das haben Sie mir doch selbst gesagt, durch den Schlitz. 17 Grad. Laut Schulordnung müssten es 2 Grad mehr sein. Ist eigentlich verboten, was Sie hier machen. Junge, Junge.